Mittlerweile ist es ein Kinderspiel, eine Datei von mehreren Computern aus gemeinsam gleichzeitig zu bearbeiten. Ich möchte dir das anhand einer Word-Datei zeigen. Du siehst, ich bin jetzt bei Office 365 angemeldet über office.com und hier habe ich die Übersicht über die Dienste, die mir zur Verfügung stehen. Ich wähle also Word, wähle hier neues leeres Dokument und schon ist die Datei bereit. Im Moment ist sie nur für dich sichtbar und bearbeitbar. Über diesen Button Freigeben kannst du sie teilen. Du kannst hier einen Link aufrufen für alle Personen. Jeder kann in diesem Fall diese Datei nicht nur lesen, sondern auch bearbeiten. Wenn du das ausschließen möchtest, kannst du hier den Haken rausnehmen. Jetzt kann man die Datei nur noch anschauen. Du könntest hier auch ein Ablaufdatum festlegen, dann ist die Datei nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt abrufbar. Du könntest den Zugriff aber auch einschränken, zum Beispiel nur für Personen deiner Schule oder nur für bestimmte Personen, die dann per Mail eingeladen werden. Manchmal macht das Sinn, wenn man zum Beispiel allen Leuten nur Leserechte gibt und bestimmten Personen, die man per Mail einlädt, dann die Bearbeitungsrechte. Ich wähle jetzt also trotzdem, jeder soll Bearbeitungsrechte haben, übernehmen. Auch so könntest du die Leute per Mail einladen und dann bekommen sie den Link zugeschickt. Ich kopiere jetzt aber diesen Link. Hier ist er mit Kopieren wieder in die Zwischenablage kopiert und den kann ich jetzt zum Beispiel auch, wenn ich das will, in eine Mail kopieren, irgendwo auf einer Website publizieren oder in diesem Fall mache ich jetzt in einem anderen Fenster diesen Link auf. Ich kopiere ihn rein. Und hier klicke ich als andere Person auf Browser bearbeiten. Und du siehst, wir können jetzt gemeinsam hier reinschreiben und die Änderungen werden sofort für die jeweils andere Person sichtbar. Du siehst, das Teilen und gemeinsame Bearbeiten von Word-Dateien, natürlich auch PowerPoint- oder Excel-Dateien, ist mittlerweile ein Kinderspiel.